Und schon sind wir wieder zurück, ganz ohne Lex und können weiter den Strahlentau suchen, in dieser Höhle. Und wir schauen uns einfach mal weiter um. Hier drinnen wird ja kein Käfer sein. Also kann ich hier auch schnell durchlaufen. Im Übrigen, die Animation, die Beißanimation finde ich wirklich cool. Gut, draußen sollte es wieder Käfer geben. Der Wald hat sich etwas verändert. Und im Schattenreich. Ich weiß zwar nicht genau, was das für ein Nebel ist, aber... Vielleicht ja ein Mietner. Okay. Hehehe, dachte ich es mir doch. Scheint, dass wir hier nicht so einfach durchkommen. Also, was sollen wir tun? Gut, also der Nebel bringt mich zwar nicht um, aber ich komme auch nicht durch. Hier könnte... Ah, hier sind noch Käfer. Eins. Nein. Komm her. Und Nummer zwei. Den Strahlentau sehe ich ohne Gespür. Leider kann ich als Wolf nicht von selbst springen. Ja, hier scheint ein guter Vorsprung. Aha. Sieh mal, da drüben geht's weiter. Hops, hops. Eine sehr unwegsame Passage. Aber na gut. Okay. Und weiter. Diesmal mit Fledermäusen. Hier ist am besten, wenn man einfach schnell ist. Oh, hier gibt's richtig viel. Drei Stück, Wahnsinn. Bei diesen Sprungpassagen einfach immer schnell sein, dann hat man meist nichts zu befürchten. Und wieder. Oh. Ja, ich hab sie angewählt. Hier rüber. Sagt. Hoho. Wow. Okay, es wird immer schwerer. Hops, 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 hops. Okay. Und. Hier sollte man eventuell ein bisschen aufpassen. Sonst ist man gleich wieder unten. Ah, diese Sprungeinlagen finde ich wahnsinnig cool. So, da dürfen noch Käfer sein. Ah, die sich verbuddelt hat. Hey, sogar zusammen. Ey, komm. Ja, komm. Na, nicht da rein. Sind gar nicht so leicht zu fangen. Jetzt aber. Ha! Nichts mit einbuddeln. Gut. Dann fehlen uns bloß noch zwei. Die zwei sehen wir ja, die sind da hinten, wo wir den Affen vorher... Moment, ich kann das lesen? Ich kann das lesen. Zum Waldschreien. Lampe nicht vergessen. Ach ja, okay. Hatten wir schon. Da, wo wir den Affen befreien konnten. Und nebenbei auch noch das Kind. Okay. Hier sind wieder diese Typen. Die sind schon ein bisschen gefährlicher, weil man sich nicht beeilt. Aber wir können ihm die Kehle durchbeißen. Was ich ziemlich hart finde für ein Zelda-Spiel. Ich meine, schon. Und jetzt beide hier reinbekommen. Nein! Ah, Mist. Nein, der war noch außerhalb. Jetzt die beiden zu töten bringt mir nicht viel. Oh, okay, ich mach's anscheinend irgendwann von alleine. Komm her. Du auch. Komm her. Nein, ich will dich nicht umbringen. Ha, okay, jetzt sind sie zusammen. Gut. So geht das. Und wir kriegen wieder ein grünes Portal. Die wir leider ja auch noch nicht nutzen können. So. Sieht aus wie eine Brücke. Okay.
gibt's hier noch was? Hier ist der Ölverkauf. Aber der Vogel ist nicht da. Schade. Mit dem hätten wir ja eigentlich reden können. Okay, es ist ein Papagei, mit dem kann man auch so reden, aber... Vielleicht hätte er interessante Infos gehabt. Naja. Dann gehen wir mal zu den letzten beiden Käfern. Einer mit den Waldgeist. Hey, hier ist der Affe. Wow, Hilfe! Okay, er fürchtet sich also auch vor den ekelhaften Käfern. Und er hält mir noch gerne. Und schon sind sie weg. Ich bin gerettet. Seitdem der Boss durchgedreht ist, taucht hier ständig die fürchterlichsten Monster auf. Hab gesehen, dass dir auch die Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Wald ist irgendwie seltsam. Was ist da nur passiert? Tja, das würde ich auch gern wissen. So. Und der Strahlentau ist vollständig eingesammelt worden. Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Yay! Und alles wird wieder normal. Nur Midna kann nicht mehr ganz existieren. Dabei war alles so schön dunkel. Was ist nur so teuer an diesem sogenannten Welt des Lichts? Hehehe, man sieht sich. Und weg. Und da ist er wieder, der Geist. Der Geist des Waldes. Oh, das ist doch ein anderer. Ich finde die so richtig cool animiert. Ein Affe mit einem riesigen Schwanz. Cool. So ein bisschen skorpionartig, aber naja. Mein Name ist Fyrone. Ich bin einer der Lichtgeister, die über Hyrule wachen. Die Götter vertrauten mir diesen Wald an. Auserwählter. Du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur tastend dieses Schattenreich erforschen. Du fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet? Sie ist ein Zeichen der erwachenden Kraft, der Kraft, die dir, dem Auserwählten, innewohnt. Betrachte nun deine neue Gestalt. Hey, wir sind wieder normal. Dein grünes Gewand trug eins der von den Göttern auserwählte Helden. Ja, hey, wir haben das grüne Gewand wieder. Die Mütze ist cool. Also, ganz ehrlich, die ist cool. Trage es als ein äußeres Zeichen deiner inneren Kraft. Dein Name ist Link. Wow, wow, wow. Du bist der von den Göttern auserwählte Helden. Nun, Link, auserwählter Held. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schrein, tief im Inneren dieses Waldes. Diese verbotene Macht wurde von uns Lichtgeistern vor Äonen mit einem Bannfluch an den Schrein gebunden. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Jetzt jedoch scheint sie nötig, um die Welt vor den Wesen der Finsternis zu retten. Willst du diese Macht nutzen? So begib dich zu dem Schrein, den du im Inneren des Waldes finden wirst. Ja, wir haben unser Gewand erhalten. Nicht mehr dieses abgerissene, abgeheiferte Teil. Jetzt sind wir endlich Link. Also der wahre, richtige. Hi, Midna. Weil du ein Held bist, hast du dich in dieses wilde Tier verwandelt?
Schade eigentlich. Vielleicht wärst du ja glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Hehehe, also was tust du? Gehst du zum Schrein? Ja. Wunderbar. Ich habe in dem Schrein nämlich auch was zu erledigen. Und du willst doch bestimmt deinen Freunden helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal ein wenig an. Du von den Göttinnen auserwählter Held. Man sieht sich.